Dann haben wir uns die Übungen angeguckt und mal geschaut, okay, was kommt die nächsten 3 Tage auf uns zu? Und das gibt dann auch so ein bisschen so Eindrücke und dann ist man einfach schon ein bisschen entspannter. Und dadurch sind wir dann schon so im Wettkampf-Feeling drin, da gibt es dann nichts anderes mehr. Also am Abend wird dann nur noch über den Wettkampf geredet und nicht mehr über daheim, Arbeit oder irgendwas, sondern da gibt es dann nur noch den Wettkampf und da ist man schon so drin. Und das ist halt einfach das Schöne bei uns, weil wir uns das wirklich dann gemeinsam vorher schon anschauen und da gibt es gemeinsam dann nichts anderes mehr. Außer die Pflege des Sportgerätes, die routinemäßig jeden Tag ansteht. Passt, dann putzen wir's. Jetzt legen wir's mal. Kannst du bitte noch ein bisschen schneller machen? Natürlich verdrecken die Waffen beim Schießen, ja. Und je mehr Dreck überall drinnen ist, desto unzuverlässiger werden sie einfach. Der Verschluss wird dadurch langsamer und dadurch stimmt das Timing zwischen Verschlussfeder und Magazinfeder nicht mehr. Und es kann einfach zu Zufuhrstörungen kommen etc. Also das, und man sieht natürlich auch, wenn irgendwas defekt wäre oder einfach nicht defekt, wo zum Beispiel der Auszieher ist schon ein bisschen beleidigt etc. einfach aufgrund der Abnutzung, dann tauscht man das und dann sollte das eigentlich funktionieren. Also da geht es eigentlich um Zuverlässigkeit. Das Problem ist, vor allem diese Open-Waffen, was wir schießen, sind sehr empfindlich, weil sie einfach, man kann es vergleichen mit Formel-1-Autos, ja, die sind wirklich, das sind Rennmaschinen, ja. Also das ist wirklich ein Sportgerät und nicht jetzt wie irgendeine Dienstwaffe, die halt darauf ausgelegt ist, dass sie halt immer funktioniert, egal ob dreckig, in Schlamm gebadet oder was auch immer, sondern das sind halt Präzisionsgeräte. Ja. Und da muss man einfach schauen, dass die sauber sind, weil sonst wird das einfach nichts. Es gibt dann einfach ein bisschen Sicherheit und es ist irgendwie so eine Routine, die man reinbringt und dann weiß man, okay, das haut hin und dann kann man mit gutem Gewissen wo reinstarten und man weiß, wenn es dann irgendwo zwickt, dann hat man aber alles getan, dass es eigentlich funktionieren sollte und das gibt dann irgendwie ein bisschen Zuversicht. Und eine Störung kann bei uns halt wirklich den Wettkampf schon kosten. Also das kann schon wirklich sehr, sehr wehtun. Und da will man natürlich alles tun, um das zu verhindern. Ja, die sind schon sauber dreckig, bist du narrisch. Wirklich? Ich bin im Brille auf. So. Gut. Ja, andere polieren ihre Folgen, oder? Das machen wir jetzt nicht so. Es ist halt schön, wenn man nicht nur Sachen benutzt, sondern wenn man halt auch weiß, okay, wie funktionieren die Zusammenhänge. Ja? Was bewirkt was in der Waffe, wenn ich was ändert. Ja? Und das macht es halt in Summe einfach auch spannend. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man in dem Sport seine Gerätschaft oder sein Werkzeug kennt. Ja? Und zum Beispiel bei mir ist immer ein großer Punkt, dass der Auszieher verdreckt. Und dass man da einfach weiß, daran kann es liegen, so fühlt sich das an oder die Störung deutet darauf hin, dass der Auszieher einfach zu dreckig ist und dass man das mal eben gerade wieder putzt. Oder wenn ich viel trainiere, dann merke ich, dass der Schlitten immer langsamer wird und dass man einfach weiß, okay, du musst jetzt putzen.